Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Pickups. Und dieses Mal gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viel zu zeigen. Ich habe jetzt in knapp einem Monat so einiges angesammelt. Viele Gameboy OVPs, viele lose Gameboy Spiele und so zwei, drei Besonderheiten. Und die will ich gerne mit euch teilen, natürlich wie immer. Und ich würde auch fast sagen, weil zu viel ist und ich das Video nicht allzu lange gestalten will, fangen wir gleich mal an. Und zwar nehme ich mit einem relativ schweren Neuzugang, und zwar ein Buch. Es ist kein Spiel, es ist die Gameboy The Box Art Collection von Bitmap Books. Das kann man auch prima direkt in England bei dem Verlag bestellen oder bei Amazon, je nachdem. Und wie ihr seht, das ist ein richtig, richtig dickes Buch. Ist natürlich auf Englisch geschrieben, aber ich schlage mal so eine Beispielseite auf. Hat halt so eine Auswahl von Gameboy-Spielen, wie ist die Coverart gestaltet, was verbirgt sich hinter dem Spiel. Die kleinen Texte dazu sind nicht sehr kritisch, sondern eher beschreibend. Und da steht halt noch ein bisschen, was ist das Besondere an diesem Cover, was ist das Besondere an der Gestaltung. Und ich finde das Buch sehr, sehr geil. Vor allem natürlich, weil es so mächtig ist. Es ist qualitativ sehr, sehr hochwertig gedruckt. Und ich habe da durchaus noch einige Sachen gelernt, und aufgrund dieses Buches kommt jetzt auch gleich noch ein Pick-up, weil ich da über etwas gestolpert bin, was mir noch so gar nicht bekannt war, dass es sowas überhaupt gibt. Ich werde zu dem Buch natürlich dann auch immer noch mal eine Hineinblätterfolge machen. Also es ist keine ausführliche Blätterfolge, weil dafür ist das Buch einfach zu dick. Und ich finde, wenn sowas noch erhältlich ist, normal will ich das jetzt nicht als komplettes Video zeigen. Weil die Jungs, die das produziert haben, die haben das wirklich verdient, dass ihr euch mal das Buch auch selber anschafft und nochmal selber anschaut. Und bei so einem Buch mal durchzublättern ist natürlich einfach super. Nachteil ist es natürlich nur auf Englisch, nicht auf Deutsch erhältlich, aber mit rudimentären Englischkenntnissen solltet ihr eigentlich ganz gut mit dem Buch zurechtkommen. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Und dann kommen wir zu den Gameboy OVPs. Und bevor ich euch jetzt lange auf die Folter spanne, habe ich hier in der Hand etwas, was ich durch dieses Buch entdeckt habe. Und zwar ist das ein Gameboy-Spiel in der japanischen OVP zu Pocket Bomberman. Und ihr seht schon selber, es ist nicht eine übliche Box, sondern es ist in so einer Tin, also in so einer kleinen Dose released worden. Anscheinend gab es in Japan da so verschiedene Spiele, aber vor allem so im Bomberman-Universum, die auf diese Art released wurden. Und das fand ich einfach so kurios, dass ich mir das aus Japan bestellen musste. Ist ja nicht ganz so billig, aber auch nicht so teuer, wie ihr denkt. Ich glaube, ich habe es mit Versand so ungefähr 50, 55 Euro bezahlt. Das war mir diese Kuriosität wert. Und natürlich auch das Spiel dahinter, das ist natürlich auch durchaus wichtig. Ist auch sehr interessant, und zwar kommt das auf so einen schwarzen Cartridge. Die schwarzen Cartridges, das war ja so ein Hybrid zwischen klassischen Gameboy und Gameboy Color. Das heißt, das lief auf beiden Systemen. Deswegen, da ich ja nur den klassischen Gameboy sammle, habe ich da jetzt mein Auge zugedrückt und gesagt, okay, das läuft ja auf dem klassischen Gameboy, brauchst du für deine Sammlung. Ihr wisst selber, wir Sammler, wir brauchen immer eine prima Ausrede, um irgendwas kaufen zu können. ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel, weil es ist Bomberman als 2D-Plattformer. Und das ist mal ein interessanter neuer Ansatz. Ich habe beim Reinspielen hier für die Videoaufnahmen auf jeden Fall durchaus Spaß gehabt. Und als ich das zuerst gelesen habe, dieses Konzept, dachte ich mir, hä? Kann das gut werden? Klingt irgendwie auf dem Papier irgendwie seltsam, aber es macht durchaus viel Spaß. Ich freue mich schon auf jeden Fall, bei Zeiten meinen Test dazu zu machen. Aber ja, OVPs in einer Dose. Wusstet ihr das, dass es sowas gibt? Deswegen bin ich jetzt schon diesem Buch dankbar, dass es mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe mich schon so lange jetzt mit dieser ganzen Gameboy-Thematik beschäftigt. Gut, OVPs habe ich jetzt eher immer so ein bisschen am Rande gehalten, weil ich ja eher der Modulsammler bin. Aber es ist krass, dass man nach so vielen Jahren immer noch teilweise solche Kuriositäten entdecken kann, dass es sowas überhaupt gibt. Und das finde ich einfach das Schöne an unserem Hobby. Aber jetzt kommen wir zu den anderen japanischen OVPs, die ich mir bestellt habe. Und zwar fangen wir vielleicht mit den langweiligen Titel an. Und zwar habe ich mir endlich die Link's Awakening japanische OVP auch gegönnt. Und zwar finde ich da einfach das
Coverart wunderbar. Ne? Hier das, das Europäische, da steht ja bei mir hier in der Vitrine. Ich weiß nicht, ob ihr das einigermaßen erkennen könnt. Das ist ja so bieder und so ein bisschen schlicht. Ne? Wir haben jetzt einen goldenen Hintergrund und dann haben wir das Schild mit dem Schwert und dem Logo. Das sieht irgendwie schon irgendwie episch aus und vertraut natürlich für uns europäische Augen, sage ich mal, aber nicht so spektakulär. Und diese Comiczeichnung hier von der japanischen Verpackung finde ich einfach super. Ich habe das hier auch in meinem Gaming Room als Poster hängen, weil das nämlich in irgendeiner Club Nintendo Ausgabe als Mittelteil Poster dabei war. Ich weiß nicht mehr, welche Ausgabe, ehrlich gesagt. Aber deswegen musste ich es mir holen. Zum Spiel muss ich nicht viel sagen. Ich bin ja ein riesen Link's Awakening Fan und da musste ich mir jetzt einfach mal nach und nach jetzt auch mal hier so die Kuriositäten drumherum besorgen, sage ich mal. Ne? Und in diesem Zuge habe ich mir auch dieses Spiel geholt und ich habe mir extra hier einen kleinen Spickzettel hinten drauf geklebt. Es fängt an mit Keiru no Tame, ne? Also japanisch aussprechen muss ich nicht sagen, hört ihr selber, ist bei mir sehr eingegrenzt möglich. Auf Deutsch übersetzt heißt das Spiel Die Glocke läutet für den Frosch. Und wenn ihr seht, okay, wo ist da die Verbindung zu Link's Awakening und diesem Spiel? Deswegen musste ich mir dieses Spiel jetzt ja auch auf OVP holen. Und zwar ist das der quasi Vorgänger zu Link's Awakening. Auch das habe ich erst letztens erfahren, bin ich so durch Zufall drüber gestolpert. Und zwar hat das die Engine von Link's Awakening und vom Spielablauf ist das ähnlich. Nachteil ist natürlich, es ist auch textlastig, ähnlich wie Link's Awakening, aber es gibt zum Glück eine Fan-Übersetzung auf Englisch. Das heißt, wenn ihr mögt, könnt ihr das Spiel auch auf Englisch spielen. Da heißt es dann natürlich nur The Frog und irgendwas mit Bell. Guckt einfach mal im Internet, da findet ihr auf jeden Fall den Übersetzungspatch. Und auch das braucht ihr natürlich für meine Sammlung, um so den quasi Vorgänger zu meinem Lieblings-Gameboy-Spiel aller Zeiten zu haben. Und damit sind die dann auch wieder vereint, wenn auch hier dann in die Vitrine landen. Und ich freue mich schon, dieses Spiel ein bisschen näher zu ergründen. Also ich habe es auch hier für die Spielaufnahmen nur sehr kurz reingespielt, um mal so einen ganz, ganz groben Eindruck zu machen. Und ja, hat auch wirklich so einiges Gutes und das Gefühl von Zelda kommt da durchaus rüber. Der eine Prinz hat ja auch in Link's Awakening so einen Gastauftritt. Der ist in irgendeiner Hütte, ist ja einer mit Fröschen. Und das ist die Anspielung auf dieses Spiel und die Würdigung. Das habe ich damals nie gerafft, was soll dieser Prinz mit dem Frosch sein, auch wahrscheinlich von irgendeinem anderen Spiel sein. Aber dass diese Spiele so derartig verknüpft sind, wusste ich nicht. Jedenfalls auch da freue ich mich, mal näher einzutauchen. Und dann habe ich hier noch weitere OVPs. Und zwar auch hier eine ganz besondere. Und zwar Where is my Buddy? Ihr seht, halt, Moment, die OVP sieht aber nicht normal aus. Ist auch nicht. Ist natürlich so ein bisschen auf den alten Stil gemacht, aber es ist ein Homebrew, was auf einer Cartridge veröffentlicht wurde. Und da habe ich auch mich ganz kurz mit dem Entwickler ausgetauscht, weil ich gefragt habe, hey, ich will das Spiel gerne behandeln, kann ich da ein Video von machen, klar und so weiter. Und zwar ist das ein Mann-Projekt, der halt sehr hochwertige Gameboy-Homebrews, ich für meine Aussprache heute, entwickelt und die dann halt quasi als physisches Release packt. Die könnt ihr euch nirgendwo runterladen oder sind sie nicht kostenlos verfügbar. Ihr könnt auch nicht nur die ROMs kaufen, weil er meint, okay, nee, die Spiele habe ich so entwickelt, dass die wirklich auf dem Gameboy gespielt werden. Deswegen könnt ihr die ROM-Datei nicht kaufen. Allerdings, kleiner Tipp für euch, das habe ich auch gemacht, weil das für mich für den Videoaufnahmen einfach etwas bequemer ist. Wenn ihr das Spiel gekauft habt, könnt ihr denen eine E-Mail schreiben, hey, hier, kannst mir die ROM schicken und dann macht er das. Ne? Also wenn ihr das auf den Emulator zocken wollt oder auf euren Everdrive, weil ihr irgendwie die Verpackung nicht aufmachen wollt oder ähnliches, hinschreiben, kriegt ihr alles. Auch da werde ich ein Video noch drüber machen, so ein bisschen so eine Art Homebrew Deluxe, wo ich euch so ein bisschen die OVP auspacke, euch mal zeige, was ihr da bekommt. Da ist ein Handbuch dabei, da ist natürlich eine Cartridge dabei und so weiter, damit ihr einfach mal so ein bisschen Eindruck bekommt, wie das Spiel ist. Und das Spiel habe ich auch schon durchgespielt. Ein bisschen vorweg, ich fand es sehr cool. Es ist ein Adventure-Spiel, wo ihr eine abgeschlagene Hand spielt.
die in ein Labor quasi zu Experimentzwecken gefangen gehalten wurde, so Dr. Frankenstein mäßig. Und ihr brecht da aus und sucht dann euren Körper und guckt, hey, wo passe ich denn ran? Ist ein ziemlich cooles Adventure, ist natürlich Gameboy-bedingt relativ schlicht gehalten. Fürs Durchspielen habe ich so ungefähr eine und eine Viertelstunde gebraucht, wobei wo ich da noch nicht alles gesehen habe. Aber wie gesagt, da werde ich nochmal ein Sonntagsvideo machen, wo euch nochmal die Inhalte der OVP zeige. Das Spiel kostet 49 Euro inklusive Versand, kommt aus Spanien, aber kann ich euch jetzt ans Herz legen. Ist ein sehr schönes Spiel, hat mir persönlich sehr cool gefallen und hat auch in Entwicklung ein weiteres Spiel, das nennt sich Shapeshifter. Auf das bin ich auch schon sehr gespannt auf jeden Fall. Verlinke ich euch unten, wo ihr das bestellen könnt. Und dann habe ich hier noch weitere Gameboy OVPs und zwar 4 Stück. Da werden wir relativ schnell durchkommen, weil ich habe mir so ein bisschen in den Kopf gesetzt, wie vorhin erwähnt, ich bin kein OVP-Sammler, ich sammle Module. Aber als ich hier den Zustand in einer meiner letzten Videos von DuckTales gesehen habe, fiel mir ein, hey, ich wollte ja eigentlich mal an OVPs das sammeln, die Spiele, die ich persönlich damals als Kind hatte. Und damit habe ich jetzt so ein bisschen angefangen mit dem Projekt und so ein paar Upgrades mir besorgt. Ja, DuckTales, wunderbarer Plattformer. Muss ich glaube nicht allzu viel sagen, kennt jeder von euch. Wunderbare Musik, macht Spaß. Ihr spielt Onkel Dagobert mit so einem Pogo-Stick und hüpft da über Abgründe und so weiter. Ist einfach eins dieser schönen Disney-Plattformer von damals. Wunderbar zu spielen. Als nächstes habe ich mir Pinball Revenge of the Gator auch in OVP geholt. Vernünftiger Zustand, denke ich mal. Und das Spiel hat mich als Kind schon ziemlich geprägt, weil ich bin nicht so unbedingt der Pinball-Fan. Also es ist ein Flipper-Spiel, wo ihr nur einen Tisch habt, der aber sehr, sehr sympathisch und sehr liebevoll gestaltet ist. Da gibt es natürlich ja noch hier und da Bonus-Ecken, wo ihr abbiegen könnt und so weiter. Und ich weiß gar nicht, wie ich damals an dieses Spiel geraten bin, aber ich meine, ich habe so mit den Alligatoren, ich kannte damals als Kind Flipper noch nicht aus irgendeinem Grund und war irgendwie sehr irritiert, dass da so ein Spiel dahinter steckt. Aber ich habe es immer wieder gerne probiert. Allein schon die tanzenden Alligatoren am Anfang sind einfach wunderbar. Und deswegen muss ich es auch als OVP haben. Deswegen entschuldige, wenn ich jetzt bei den OVPs jetzt so ein bisschen durchwasche. Aber da habe ich schon einen Test gemacht. Die sind ja bekannt eigentlich, die Spiele. Wobei, naja, bekannt, ich weiß es nicht. Rescue of the Princess Blobbet. Auch das gehört vielleicht zu einer zu der größten Enttäuschung, die ich als Kind hatte. Das weiß ich sogar noch genau, das habe ich irgendwann mal zu Ostern von meiner Oma bekommen. Und wie ihr alle wisst, Großeltern damals haben es nicht unbedingt auf dem Radar gehabt, so aus dem Bauch heraus zu finden und zu wissen, was der Kleine haben will. Haben sich wahrscheinlich irgendwo beraten lassen, kein Vorwurf. Und dabei kam das Spiel raus. Ne? David Crane ist natürlich, prangt mit seinem Namen oben, ist natürlich der berühmte Entwickler von Pitfall und anderen Spieleklassikern, aber da gefühlt, es hatte eine gute Anhängerschaft, diese Spiele, also Princess of the Blobbet und ich weiß gar nicht, auf dem NES erschien der erste Teil, da hieß auch irgendwas mit Blob. Wie genau erinnere ich mich jetzt gerade nicht. Und zwar ist das Spiel, ist das ein Rätselspiel aus der Seitenperspektive. Ich habe da halt immer so einen Blob dabei. Und hat ein Ziel, wie hier die Prinzessin Blobbet zu erretten. Und stiefelt ihr halt durch die Burg und habt Hindernisse. Und dann habt ihr so Jelly Beans mit verschiedenen Geschmackssorten dabei. Und wenn ihr, sagen wir mal, eine Leiter braucht, dann holt ihr euch das entsprechende Jelly Bean, wirft es in den Blob rein und dann verändert er sich und wird dann halt zur Leiter. Ich wurde irgendwie nie warm damit. Ich weiß auch nicht warum. Also manche feiern es echt ab. Vom Ansatz her ist das ja auch super, aber dann war es damals das Spiel nur auf Englisch. Diese Jelly Beans vom Geschmack her heißen natürlich nicht Leiter, sondern irgendwie, ich glaube, Tangerine war für Trampolin, wenn ich das. Das hat sich so bei mir festgebrannt, wenn das hoffentlich noch stimmt. Das heißt, das waren auf Englisch irgendwelche wirklich vorhandenen Geschmackssorten, die dann irgendwas Komisches ausgelöst haben und jetzt Kind saß da und Tangerine, Trampolin. Klar, mal klar, natürlich gab es ein Handbuch, wo alles erklärt ist, aber wir waren Kinder, wir haben keine Handbücher gelesen, wir wollten spielen. Deswegen wurde ich irgendwie nie mit dem Spiel so wirklich warm, aber gerade weil auch so ein Hass oder ne, Hass ist zu stark gesagt, sich aufgebaut hat, muss das natürlich jetzt auch in OVP in der Sammlung.
Als letzte Gameboy OVP habe ich den Quix. Ja, Quix habe ich auch letztens in meinen Puzzle-Spiel vorgestellt, Video, Geheimtipps vorgestellt. Hat ein interessantes Spielprinzip, ist eine ursprüngliche Spielhallenübersetzung. Und in der spielt ihr quasi einen Marker. Ihr habt einen Bildschirm und ihr seid am Marker und ihr könnt nur am Bildschirmrand langfahren. Und eure Aufgabe ist es jetzt, alle den ganzen Bildschirm auszufüllen. Das könnt ihr machen, indem ihr dann halt einen Knopf drückt. Und dann könnt ihr aus dem Bildschirm halt rausfahren und einen bestimmten Bereich abfahren. Irgendwas Viereckiges. Wird dann markiert und gehört quasi. Das eigentliche Spielfeld, das grenzt sich dann halt ein und euer Spielfeld, eure Aufgabe ist es, eine gewisse Prozentzahl des Spielfelds zu markieren. Auch da guckt euch das Gameplay an, dann seht ihr sofort, was es ist. Das ist irgendwie komisch zu erklären. Es sind natürlich auch Gegner unterwegs, die euch dabei behindern, ne, weil wäre sonst viel zu einfach. Und ja, damit seid ihr dann halt unterwegs und macht das alles. Ist halt vom Spielablauf sehr einfach, aber ich finde es sehr suchterregend, weil man immer so ein bisschen guckt, ne, wo kann ich denn hier gut markieren, weil es gibt natürlich auch zwei Geschwindigkeiten des Markierens, einmal langsam, einmal schnell, ne? Für langsam markierte Bereiche kriegt ihr natürlich mehr Punkte, logisch, weil ihr da auch mehr Risiko eingeht und so seid ihr halt immer gucken, hey, Risiko, Risk, Reward, wie mache ich was und es macht einfach Spaß. Ja, das waren meine Gameboy OVPs, wie gesagt, ich habe ziemlich zugeschlagen und jetzt kommen auch noch ordentlich normale Module. Neue Spiele, wo ich hier gerade so sehe, aber auch zwei NES. Und zwar, auch die sind nicht spektakulär, und zwar einmal Super Mario Bros. 3. Muss ich nicht viel zu sagen. Also wirklich, also ihr kennt das Spiel alle, ist wunderbar. Ich bin ja auch nicht so der NES-Sammler, aber durch diese beiden Spiele bin ich durch den guten Animatiker dran gekommen. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Und zwar habe ich ja letztens eine Videokollaboration mit ihm gemacht. Mein Sprachzentrum ist heute, glaube ich, wirklich etwas, macht einen Schaden weg. Wir haben Preiseraten gespielt und hat er mich angeschrieben, hey, ich mache gerade so eine Aktion, so nach dem Motto vom Käfer zum Porsche sich upgraden durch Tauschen. Hat er mir mal so ein Bild gezeigt, hier, die Spieler habe ich alle. Hast du irgendwas zum Tauschen? Und ich dachte, oh, klar, ich habe hier noch ein paar Gameboy Color OVPs hatte ich hier rumliegen. Kannst du haben. Und dann habe ich mir die beiden Spiele hier ausgesucht, weil ich dachte mir so, ach, das ist ein Klassiker, NES, kann man immer gebrauchen, ne? Wie gesagt, einmal Super Mario Bros. 3 und als zweites war das, es sind keine Module zu Schaden gekommen, und zwar Track and Field 2. Und zwar habe ich das mit meinem Bruder damals hoch und runter gespielt, deswegen war ich da jetzt eigentlich ziemlich interessiert, dass ich das auch mal wieder in meiner Sammlung habe. Und zwar ist das eine Leichtathletik-Simulation, und zwar eine Sportsimulation, wie sie halt damals war. Das heißt, viel mit Daumen hin und her oder Steuerkreuz hin und her, bis die Daumen geblutet haben. Und ich habe mich die ganze Zeit damals immer mit meinem Bruder gebettelt und wir haben immer um die bestmögliche Punktzahl gekämpft. Und manche Sportarten haben natürlich gar nicht kapiert. Ja, und deswegen musste das in meine Sammlung. Auf jeden Fall fand ich das eine ziemlich coole Aktion, dieses Hochtauschen von ihm. Er hat ja wirklich so einige gute Ideen, wie auch dieses Preise erraten, dieses Format, wo ich zu Gast war. Was auch viel, viel Spaß macht, auch da. Ich hoffe, ich denke dran, verlinke ich euch natürlich unten den Kanal. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Super Aktion, aber jetzt kommen wir wirklich zu den Haufen Gameboy-Modulen, wo viele neue, zumindest neu für mich, dabei sind. Und zwar fangen wir mit einem relativ, ja, ich sag mal, unauffälligen Titel an, und zwar Power Racer. Auch das habe ich einfach nur so wegen Namen mir gekauft, weil ich dachte mir, hey, kannst du nicht viel falsch machen, das klingt irgendwie ein bisschen billo. Und ihr seht es am Gameplay, es ist auch billo. Es spielt sich wie so eine Mischung aus Pac-Man und Rennspiel. Und zwar fahrt ihr gegen einen anderen Rennen, nenne ich es mal. Also es ist nicht wirklich ein Rennen. Ihr habt so ein Pac-Man-artiges Labyrinth und müsst da halt dann ja, entsprechende Punkte oder Kugeln euch erfahren. Ich könnte natürlich nicht so super steuern, sondern ich steuere eigentlich nur Gas und könnte dann bei jeder Abzweigung so nach links und rechts drücken, um irgendwo in irgendwelche Tunnel irgendwie reinzukommen. Beziehungsweise, ja Ebenen halt. Ne? Ihr seht es am Gameplay. Macht einen sehr, sehr, sehr simplen Eindruck. Ob ich da jetzt irgendwann mal wirklich einen ausführlichen Test zu mache, das muss ich mir wirklich mal schauen.
Was ich allerdings wirklich als Test mal machen werde, ist Mr. Doe. Und zwar hatte ich das schon seit Ewigkeiten bei mir auf dem Radar, weil ich den Namen irgendwie so kurios finde. Und ich glaube, ich habe im Kopf, auf dem NES ist das eines der wirklich teuren Module. Aber ich bin mir gerade irgendwie unsicher. Es kann auch sein, dass ich das irgendwie etwas verwechsel. Auch da habe ich bisher nur kurz reingespielt, deswegen kann ich euch da jetzt keine genauere Beschreibung geben. Scheint aber so eine Art Boulder Dash Klon zu sein mit ein paar Extras. Von der ganzen Aufmachung her sieht es sehr, sehr sympathisch aus. Hat mir durchaus auch Spaß gemacht beim Anzocken. Scheint aber sehr, sehr Arcade- oder Spielhallenlastig zu sein. Aber auch da lasse ich mich gerne überraschen vom was anderem. Weil beim Reinspielen kriegt man zwar immer so einen kleinen Eindruck, aber so ein richtiges Bild kann man sich natürlich machen, wenn man wirklich erstmal wirklich mehr eingestiegen ist. Und das bin ich auf jeden Fall beim nächsten Spiel, und zwar Popeye 2. Da habe ich sogar schon einen Test quasi fertig. Wird allerdings noch dauern, bis der herauskommt, weil ich so mit den Tests habe ich momentan ziemlich was auf Halde produziert. Ist ein sehr, sehr sympathischer Plattformer. Erinnert mich so grafisch so etwas an das erste Super Mario Land Teil, was ja nichts Schlechtes sein muss. Ein bisschen einmaliger Stil. Ihr steuert halt Popeye, habt einen Plattformer. Als Waffe habt ihr natürlich euren Faustschlag und als Power-Ups sammelt ihr Spinatdosen ein, womit euer Arm halt immer dicker, dicker, dicker wird. Ne? Alles passend zur Comic-Vorlage. Und in der letzten Stufe, dann feuert ihr wie Link mit seinem Schwert bei voller Lebensenergie natürlich auch Spinatdosen mit eurer Faust. Schön kurios. Ist ein sehr, sehr schön, guter Plattformer. Hat allerdings so ein bisschen Schwächen, wie ich finde. Mehr dazu im Test, warum genau. Stichwort wird halt auf Dauer etwas eintönig, ein bisschen mehr Abwechslung hätte dem Spiel, ein bisschen mehr Mut hätte dem Spiel gut getan. Aber ansonsten ein sehr, sehr guter Plattformer, kann ich euch wirklich durchaus empfehlen. Als nächstes haben wir dann The Jetsons. Auch das habe ich schon länger auf meiner Liste. Und da, ehrlich gesagt, ich habe jetzt wirklich nur kurz für diese Videoaufnahmen hier reingespielt und habe da kein Gefühl für das Spiel bekommen. Also wie ihr seht, ist das jetzt ein selbstgerollenes Teil, was ich da jetzt gespielt habe. Ich hoffe nicht, dass das ganze Spiel so ist, weil ich hasse selbstgerollene Plattformer, weil das setzt einen immer so unnötig unter Druck. Ich bin da absolut kein Fan von. Aber ihr könnt am Anfang eure Stage relativ frei, je nach Charakter der Jetsons, auswählen. Deswegen kann es sein, dass ich jetzt durch Zufall, weil ich jetzt schnell die Videoaufnahmen hier machen wollte, auf den falschen Charakter irgendwie gestoßen bin. Keine Ahnung, aber mal gucken. Ich schätze mal, es wird zumindest ein solider Plattformer sein. Irgendwie sowas in der Art. Dann haben wir The Adventures of Lolo. Auch das ähnlich wie der Mr. Doe. Habe ich das schon länger auf meiner Liste gehabt, weil auch das ist, glaube ich, auch für das NES erschienen. Und auch da ist das ein seltenes Spiel oder ich verwechsel auch da wieder irgendwas. Keine Ahnung. Ich fand einfach den Titel irgendwie so interessant. The Adventures of Lolo. Klingt so antidramatisch irgendwie, einfach wunderbar. Auch hier habe ich kurz reingespielt. Viel Laberei, viel Story und das ist so ein bisschen hoch aufgebaut worden. Und dann kam das Gameplay und ja, das Gameplay wirkte jetzt auf den ersten Blick relativ einfach. Das war irgendwie so eine Diskrepanz zwischen Story, Aufbau, Gestaltung und wow, es war mal super Abenteuer und dann ist man auf so ein Bildschirmfeld Puzzle, Action-Puzzle-Spiel. Was nicht schlecht sein muss, um Gottes Willen. Ich bin halt mit etwas anderen Erwartungen an dieses Spiel reingegangen und die allgemeine Gestaltung hat halt gut dazu beigetragen, sagen wir es mal so. Und deswegen war ich da etwas überrascht, aber auch da werde ich bei Zeiten mal genauer einsteigen. Als nächstes Spiel habe ich mir noch was aus Japan bestellt und da habe ich mir hier auch wieder auf den Spicker mir draufgeschrieben, wie es heißt, und zwar Neketsu Beach Volleyball, noch irgendwas. Der Zettel war nicht groß genug, deswegen entschuldigt, wenn ich den Titel jetzt nicht komplett ausspreche, aber da ich ihn eh verwurste, dachte ich mir, spare ich mir das. Und zwar hat mir das einer als Tipp gegeben in meiner letzten Japan-Folge, wo ich ja so ein bisschen in diesen japanischen Gameboy-Spielemarkt so reinlunsen will. Und das wurde mir empfohlen. Ich habe den Namen leider nicht im Kopf, aber an dieser Stelle vielen Dank an dich, wenn du das sehen solltest. Da meinte er, hey, das ist ziemlich cool, guck das mal an. Ist auch keins der richtig billigen Module. Ich habe jetzt auch irgendwie, ich glaube, 35 € inklusive Versand bezahlt.
geht noch, finde ich. Und als ich mir ein Video davon auf YouTube angesehen habe, dachte ich mir, das brauchst du. Und zwar, ihr seht selber, das sind quasi dieselben Sprites wie in Nintendo World Cup. Das ist ja dieses Neketsu-Universum, wenn ich das irgendwie richtig im Kopf habe, wo er auf sowas wie River City Ransom und sowas herkommt. Da gibt es ja ganz viele Spiele, die genau diese Sprites irgendwie benutzen. Und da gleich so mein Nintendo World Cup Gedächtnis angetriggert wurde, meine Nostalgie, musste ich das auch haben und dachte mir so, hey, Nintendo World Cup als Volleyball will ich haben. Beim Reinspielen für die Spieleaufnahmen muss ich sagen, ich habe nichts gerafft. Ihr seht, ich habe da total abgelost. Auch da muss ich mich mal tiefer reinfuchsen. Ich habe total abgelost. Ich habe keine Ahnung, wie man das Spiel spielt. Es scheint durchaus etwas komplexer zu sein, als ich dachte. Also ihr müsst einfach nicht nur irgendwo hinlaufen und einen Knopf drücken. Richtig Timing und sowas. Also es scheint schon etwas tiefgründiger zu sein, als man vielleicht so auf den ersten Blick irgendwie denken mag. Aber mag ja nicht schlecht sein, auch da wird es einen Test geben. Als nächstes Spiel habe ich mir einen langen Klassiker geholt und zwar Donkey Kong. Ja, ich weiß. Ich bin jahrelanger Gameboy-Sammler und ich habe dieses Spiel noch nicht. Was stimmt mit dem nicht? So einiges, davon abgesehen, ist natürlich ein Klassiker, der in jede Sammlung gehört und ja, irgendwie hat sich das bei mir nie angeboten. Vielleicht gerade, weil ich dachte, okay, du weißt ja, wie das Spiel ist. Wenn ich die Wahl habe, dann kaufe ich mir mal lieber irgendwas, was ich noch nicht kenne, wo ich irgendwie was Tolles erforschen kann. Das Spiel ist eine Umsetzung des alten Spielhallenklassikers von damals. Und fängt genauso an mit diesen verschiedenen Ebenen, wo man hochklettern muss. Und wird später halt wesentlich komplexer. Das Spiel wird halt von vielen zu Recht abgefeiert. Und das ist damals an mir vorbeigegangen, bisher, deswegen entschuldigt, wenn ich jetzt noch keine Tiefenanalyse euch über das Spiel geben kann, aber viele lieben es und ich werde es mir bei Zeiten auch mal schnappen und ausführlicher spielen. Und das sage ich jetzt gerade irgendwie bei jedem Spiel. Ich wiederhole mich, aber ich habe einfach, das ist ja das Schöne an meiner Sammlung. Ich kaufe die Spiele ja nicht nur, um sie bei mir ins Regal zu stellen, ich meine, klar, auch. Aber ich kaufe mir die, weil ich Bock auf das Spiel habe, es zu spielen und ein Video draus zu machen. Weil das ist natürlich, YouTube ist für mich auch so ein bisschen eine Selbstdisziplin, dass ich den Scheiß nicht nur kaufe, sondern auch wirklich spiele. Weil wenn ich ein Video mache, dann muss ich mich ja mit dem Spiel beschäftigen. Und das ist so ein bisschen Selbstdisziplin. Und deswegen kaufe ich halt im Regelfall nur Spiele, wo ich auch wirklich Bock habe, mal tiefer drauf einzugehen. Und deswegen auch mein üblicher Spruch. Und ich sehe, jetzt bleiben nur noch zwei Module über. Aber trotzdem, ich finde, also die Masse, die sich jetzt wirklich in dieser kurzen Zeit angesammelt hat, es wird jetzt auf jeden Fall für längere Zeit kein Pickup-Video mehr geben. Das kann ich euch schon mal versprechen. Das habe ich schon länger auf meiner Liste gehabt, ist auch eines der etwas teureren Spiele, also teurer heißt so 15 Euro, muss man schon dafür blechen, und zwar The Sword of Hope. Fand ich immer ein sehr, sehr interessantes Spiel, das Cover ist natürlich so ziemlich nichtssagend, klar, aber es ist eins dieser Oldschool-Computer-Rollenspiele aus der Ich-Perspektive auf dem Gameboy. Ist natürlich sehr sperrig, auch hier beim Reinspielen. Ich sag euch, Text. Aber ich finde es halt sehr interessant, dass so dieser alte Rollenspielansatz, ne, wie diese alten Rollenspiele wie die Schwarze Auge, Sternschweif und sowas auf dem PC damals, oder die alte Mighty Magic Serie natürlich etwas runtergedampft hat, auf den Game Boy veröffentlicht wurde. Dass da wirklich mal so ein Experiment gewagt wurde und von den Rezensionen her hat es gar nicht so komplett Kacke abgeschnitten. Deswegen würde ich sagen, geht es einigermaßen. Mal gucken, wann ich mal die Zeit dafür finde, da mal wirklich näher einzusteigen, weil es ist natürlich ein Rollenspiel, da muss man natürlich gewisse Zeit für investieren. Aber wie gesagt, allgemeine Gestaltung hat mir eigentlich gefallen. Und das letzte Modul, Wario Land 2, ne? Auch das ähnlich wie Donkey Kong. So ein paar Must-Haves fehlen mir halt noch in meiner Sammlung, ne? Ist eben so. Ist der Nachfolger zu Mario Land natürlich, beziehungsweise Super Mario Land 3 war dann ja Wario Land. Und das ist der Nachfolger zu Wario Land. Und da ich ja letztens hier auf den Virtual Boy Wario Land so abgefeiert habe, musste ich mir das Spiel jetzt auch mal besorgen und mal da mal gucken, was das jetzt im Vergleich zu seinen Vorgänger etwas anders macht. Ich bin natürlich eher wirklich der Fan von den Super Mario Land Spielen und nicht von Mario, weil Mario ist natürlich von der Steuerung her immer so ein bisschen schwerfälliger als Mario und
ist auch an mir damals vorbeigegangen, deswegen habe ich da jetzt auch keine riesen nostalgischen Gefühle, aber auch da mal gucken, es wird wunderbar sein, das Spiel. Es ist ein Nintendo-Plattformer. Natürlich wird es toll sein, aber mal gucken, was das anders macht, wie es sich versucht von seinem Vorgänger abzusetzen. Jetzt hier beim Anspielen habe ich jetzt noch nicht so ganz, ganz viel gemerkt, außer vielleicht ganz, ganz kleine Veränderungen, aber ich bin mal gespannt. Ja, und das waren die XXL-Pickups. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Lieben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal oder wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und einen wunderschönen Tag euch allen. Tschüss.